Der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen: Gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Andreas spricht zu Jesus, neutestamentliche Lesung. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute. Ja, der glücklichste Mensch ist der, dessen Anfang und Hilfe im Namen des Herrn steht. Vielleicht vergesst ihr alles andere, was ich gleich sage, aber dann nehmt das mit. Der glücklichste Mensch ist der, dessen Anfang und Hilfe im Namen des Herrn steht. Tja, worum geht es in der Geschichte zum Beispiel eben von Jesus, der vor zigtausenden Menschen steht und der gepredigt hat? Und dann geht es darum, sie zu versorgen. Und Andreas und Philippus überlegen sich: Ja, wir haben jetzt nur 2000 Silberlinge und oder wir haben hier 3, 5 Brote, 2 Fische oder so. Damit funktioniert es gar nicht. Und in dem Text vorher steht, den ihr alle nachher nochmal zu euch zu Gemüte führt, da steht: Jesus wusste, was er tun wollte. Er wusste, wie er diese Menschen versorgen wollte. Johannes 6, Verse 8 bis 10. Andreas spricht zu Jesus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das für so viele? Das ist oftmals unsere Situation. Kein Ausweg. Mit dem, was ich habe, schaffe ich es nicht. Und die erste Antwort, die wir hören, ist: Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Das ist total fantastisch. Das ist absolut die Wesensart von Jesus. Hier wird keiner unbedient gelassen werden. Niemand. Wir hatten ungefähr vor 20, 30 Jahren einen evangelischen Slogan: Es geht keiner über die Erde, den Gott nicht liebt. Es ist unmöglich. Und für Jesus ist es unmöglich, von diesen 5000 und wahrscheinlich sind es 12.000 bis 15.000 Menschen, die ihm zugehört haben, für ihn ist es unmöglich, nur einen einzigen ohne Versorgung wegzuschicken. Es ist für ihn völlig unmöglich. Und es heißt in dem Text vorher: Jesus wusste, was er tun sollte. Aber er wollte Philippus zum Beispiel und letztendlich uns auch prüfen. Aber worin besteht die Prüfung? Immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg, vielleicht. Aber ich denke, die Prüfung ist tiefer. Die Prüfung ist nicht so, ob wir treu sind oder hingebungsvoll. Das ist für Gott alles uninteressant. Er weiß, kein Mensch ist treu und hingebungsvoll. Da ist keiner, der nach Gott fragt, nicht einer. Alle haben gesündigt, entweder. Aber die Frage ist, wenn Jesus prüfen möchte und etwas tun möchte für uns Menschen, was wir nicht tun können, worin besteht die Prüfung? Möglicherweise darin, dass wir genau dies erkennen. Du Mensch kannst es nicht tun. Und doch lege ich dir auf, also vielleicht ein Paradoxon oder so. Gott sagt uns, du kannst nichts tun, du kannst es nicht tun, du kannst dein Leben nicht lösen. Und doch sagt Gott, es geht um eine Möglichkeit, die nur ich habe, aber die ich von dir fordere. Hört sich total komisch an. Es geht um eine Möglichkeit, die nur ich habe,
aber die ich von dir fordere. Was ist also jetzt das, was Gott von uns fordert? Das ist die Frage für den Start in den Tag. Denkt drüber nach. Amen. Amen.